Ja, hallo. Ich bin's wieder, Thomas von TomTom Games und das hier ist die zweite Folge der neuen Reihe zum Euro Truck Simulator 2 von SCS Software. In der ersten Folge habt ihr so eine kleine Einführung bekommen, habe ich was zum Spiel gesagt und wir haben unseren ersten Auftrag abgeschlossen. Ja, und wir müssen einfach noch einiges an Geld verdienen, denn die Lastwagen sind einfach zu teuer und so müssen wir jetzt erstmal weitere Aufträge suchen. Tja, und da sortiere ich die hier mal nach dem Preis. Und wie gesagt, das habe ich am Ende der letzten Folge, gab es das auch schon. Da ist Knoblauch, hier sind Traktoren. Traktoren finde ich natürlich jetzt interessanter. Ich glaube, ich fahre die Traktoren, auch wenn das mal 200 weniger sind. Okay. Läuft in 11 Minuten ab. Den nehmen wir auf jeden Fall. Wir fahren hier, fahren wir einmal Traktoren von Lüttich nach Duisburg. Ist auch nett, weil wir eben schon in Lüttich eigentlich ja sind. Hoffe ich jedenfalls. So, ich habe eine Sache habe ich noch geändert. Ich habe mir mal die, naja. Ich habe mal den Blinker jetzt. Ah, da sieht man es auch. Seht ihr vielleicht jetzt gerade, ich, hab das jetzt aufs Lenkrad gelegt und da seht ihr den Lenkstockhebel. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass der Blinker gesetzt wird. Und wieder weg. Sehr schön. Das funktioniert also. So, wir sind jetzt hier auf dem Hof irgendwie. Ach ja, die Trecker sind auch schon hinten dran. Ich guck mal, dass wir von außen das Ganze mal sehen können. Da. So, das sind die Traktoren, die wir jetzt transportieren. Da scheint auch irgendwie noch ein. Naja, das soll wohl ein Flug sein. Ein demontierter Flug dabei. Okay. Und, ich würde sagen, dann machen wir uns einfach auf den Weg. Ne? Wir lassen die ganze Kiste mal an. Und, ja, wo muss ich eigentlich her? Wie komme ich hier vom Hof? Wie komme ich vom Hof? Ich versuche mal zu wenden. Einmal schöner da. Und jetzt aber richtig rum. Eieiei, da unten kurbeln hier. Passt das? Doch, das passt sogar. Ja, nicht schlecht. So, haben wir es geschafft. Und dann können wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Ach, da muss ich auch noch raus. Ei, ei, ei. Ey, durchs Tor hier ein bisschen. Nicht, dass man hinterher direkt am ersten Tor hängen bleibt. So, ziemlich enge Ausfahrt. Seht ihr ja auch da im Außenspiegel gerade. Gut, und los geht's. Jetzt sind wir on the road. Wunderbar. Ja, wir fahren offensichtlich schon wieder einen Renault Truck jetzt. Allerdings anderes Modell als beim letzten Mal. So, da vorne müssen wir. Ja. Blinker setzen. Langsam mal rantasten. Ah, kommt einer. Und dahinter noch ein Auto. Und Gas geben. Ui, das war knapp. Oh, Gott, oh Gott. Eieiei. Ja, der hat zum Glück gut reagiert da im Gegenverkehr. Ja. So, hier rappelt aber wieder mal das Lenkrad. Oh, 30 ist hier. Was ist hier los? Oh. Also. Ja, eine Bremse hier. Ehrlich, da kurz mal aufs Pedal getippt. Und schon steht die Fuhre. Lass mich durch, lass mich durch. War da eine Baustellenampel? Oder ist er jetzt einfach nur so nett und hat gewartet? So, Blinker setzen. Oh, da ist auch die Polizei. Und Gas, Vollgas. Jetzt hier, ne, dass wir den Berg hochkommen. Die Auffahrt hoch. So, jetzt wollen wir mal hier ein bisschen, so, dass ich den Außenspiegel sehe.
Und jetzt ab auf die Bahn. Kommt keiner von hinten. Aber ach ne, wir können auf der Spur bleiben auch erstmal. So, jetzt versuche ich aber gleich mal ein bisschen besser zu fahren als beim letzten Mal. So, ach, da ist direkt die Grenze wieder. Sind wir erstmal an der Grenze hier. So. Müssen ja zum Glück keine Kontrollen mehr haben. Schengen macht's möglich. Wunderbar. Und jetzt Stoff. Okay, so. Ja, könnte schneller sein hier, die Fuhre. Aber gut. So, wo müssen wir da fahren? Da müssen wir, glaube ich, weiter geradeaus. Oder müssen wir rechts? Ja, geradeaus weiterfahren. Also auf die linke Spur. Zack. Das zeigt das Navi auch so lala an. Also wenn man nah genug dran ist, zeigt es das gut an. Aber das ist halt schon manchmal ein bisschen spät hier. Naja. So, wir sind mal gut unterwegs jetzt. Läuft. Da haben wir unseren Traktoren hinten drauf. So, wieder nach rechts. ...86, mehr sollten wir jetzt auch nicht mit dem Gas machen hier. So, eine Spur dazu gekommen, wunderbar. Jetzt sind wir auf der A4. Die ganze Zeit schon auf der A4, Entschuldigung. So... Was haben wir noch? 167 Kilometer sind es noch. Bis zum Ziel. Noch 2 Stunden Fahrzeit. Ja, hier läuft auch so durchgängig so ein kleiner Zeitraffer. Ne? So. Ja, das klappt aber ganz gut. Man kann auch einen Tempomaten setzen. Habe ich aber auch am Lenkrad gerade nicht belegt. Und jetzt hier immer übers Lenkrad zur Tastatur zu greifen, finde ich etwas umständlich. Deshalb muss ich jetzt so gehen. Deshalb ist aber vielleicht die Geschwindigkeit auch nicht immer so hundertprozentig passend. Mal sehen. Ah, hier am Berg tun wir uns erstmal ein bisschen schwer. Ja, werden wir langsamer hier gerade. Wo ich gebe Vollgas. Ah, jetzt werden wir wieder schneller. Jetzt ist der Berg geschafft. Und jetzt haben wir die 80 wieder. Wunderbar. Können wir da schön rollen lassen. Ja, wunderbar. Ja. So, noch 140 Kilometer. Ja, hier wird man schon auch gut überholt. Ne? Ich meine, in der ersten Folge wurde ich ja schon auf dem Lastwagen überholt, aber die Autos ziehen natürlich ein bisschen flotter vorbei. Da muss man auch schon gucken, dass man in so Lücken reinkommt. Jetzt eben, da, als wir losgefahren sind von der Firma, wo wir die Traktoren geholt haben, da hat man das ja auch recht gut gesehen, dass das nicht immer so ganz einfach ist, ne, da rauszufahren. Und dann hat man noch so eine enge Ausfahrt und kommt noch in den Gegenverkehr. Also da gibt es schon einiges, worauf man achten muss. So, wir sollen hier abfahren. So, da setze ich auch schon mal einen Blinker. Und unten links fahren, okay. Oh. Also da sieht man es. Das ist, das finde ich so ein bisschen, da habe ich kein Gefühl hier jetzt gerade, für wie ich den ganzen Kram hier langsam mal zum Stehen bringe. Also das letzte Stück ist quasi hier, das ist so dermaßen plötzlich, steht man dann. Dabei kann man das natürlich hier jetzt mit dem Pedal eigentlich schon viel besser dosieren als sonst mit der Tastatur. Ja. Trotzdem muss ich sagen, da steht man dann doch recht flott. So, wir sind auf der Landstraße, dürfen wir 60 fahren. Oh, da ist eine rote Ampel. Ja, da war es wieder. Naja. So, jetzt schleichen wir uns da mal ran. So, nach rechts Richtung Dortmund. Setzen wir schon mal einen Blinker. Also,
Das Lenkrad hier mit dem Force Feedback machte gerade an der Ampel auch eher so den Traktor vom Geräusch. Ja, ganz interessant. So, und ah, das ist schön zweispurig, da kann man angenehm abbiegen. So, da sind wir. So, das ist jetzt hier baulich getrennt. Da dürfen wir 80 fahren. Natürlich schön. So. Richtung Dortmund. Na, noch 100 Kilometer. Bisschen komische Strecke. Ich habe keine Ahnung, wo der uns jetzt daher führt. Oh Gott. Hier geht es ein bisschen bergab. Die Gegend ist zu ertragen. Also das habe ich ja in der ersten Folge auch schon bemängelt. Ja, also man hat für die Städte was gemacht. Man hat das Autobahnnetz so ganz grob natürlich. Aber insgesamt denke ich, wäre in der heutigen Zeit sicherlich auch hier landschaftstechnisch doch deutlich mehr möglich. Ne? Also man muss nicht jedes Gebäude nachbauen, aber also, naja. Ne, es ist schon so ein bisschen, man fährt halt hier durch die Gegend und es gibt halt nichts. Ab und zu ist mal eine Tankstelle am Wegesrand oder so. Ja, hier liegen mal ein paar Baumstämme rum. Gerade wäre sicherlich heutzutage mehr gegangen. Aber wie gesagt, es ist auch nicht mehr taufrisch, das Spiel. Das muss man auch noch dazu sagen. Wie gesagt, auch schon älter als der FS19. Ja. Ich habe tatsächlich den Online-Modus noch gar nicht probiert, ob man da vielleicht auch auf anderes Kartenmaterial zurückgreift. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so viel umfangreicher da ist. Möchte aber da die Hand auch nicht für ins Feuer legen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Werde ich vielleicht mal machen. Dann kann ich euch auch hier davon erzählen. Lalala. So. Und Vollgas. Also Ampelrennen ist jetzt hier mit den Treckern hinten dran wieder mal nicht drin. Oh, da ist ein Autotransporter. Wenn wir jetzt meine Hupe. Also Hupe haben wir natürlich auch. Habe ich aber wieder mal nicht belegt. Das muss ich eigentlich noch ändern. Hupe ist ja quasi neben dem Lenkrad das Wichtigste. So, Gas geben. Mann, hier dieses Gerapper und Gerappel und Geklapper. Ah, da vorne müssen wir mal wieder. Jetzt sehe ich es nicht zum Außenspiegel. Mal gucken. Oh, da ist auch einer. Oh. Ah, tja. Ja, da bin ich an die Leitplanke gekommen. Na, müssen wir gleich mal gucken. Oh, den habe ich aber abgedrängt. Ei, Unfall verursacht. Habe ich sogar noch erwischt mit dem Heck. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Da habe ich mich verschätzt. Damit, wie weit das Ganze im Rückspiegel so noch ging. Mein eigener Wagen, da muss ich mich noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Aber das sind wir ja günstig weggekommen mit 80. Ich hatte in der letzten Folge auch schon erklärt, die Symbole da in dem System. Und ihr seht jetzt, wenn ihr genau hinschaut, das Bett, das füllt sich jetzt gerade so. Das wird blau. Das heißt, da baue ich jetzt Müdigkeit auf, sozusagen. Ne? Weil ich eben lange genug unterwegs bin, hier jetzt schon nicht geschlafen habe. Baut sich das jetzt so langsam auf. Irgendwann kann man dann auch nicht weiterfahren, ne? Was ist das denn für eine Kiste? Oh. Ah, ganz schön enge Kurven hier für das Tempo, das wir fahren. Ah, da ist wieder eine rote Ampel. Müssen wir da, ne, können wir weiter geradeaus fahren. Da war aber. Eieiei. Aber ah, in die Eisen gehen hier. So. Okay, Duisburg, Osnabrück. Duisburg. Ach, schon wieder rot. Eieiei.
Gut. So, wie weit haben wir es noch? 24 Kilometer ist nicht mehr weit, das ist schön. Die Traktoren sind wahrscheinlich auch nicht für die Innenstadt. Da fahren wir wahrscheinlich jetzt in irgendeine Kiesgrube oder sowas. Wo wir die anliefern oder ein Gartencenter, was weiß ich. Aber nicht wie unsere erste Lieferung, die ja nach Lüttich in die Innenstadt ging. Oder naja, also in den Randbezirk, ins Industriegebiet. Und wird das hier vermutlich eher irgendwo im Außenbereich liegen. Müssen wir jetzt mal gucken. Erstmal schön durch den Tunnel noch. Was bremst der denn so dort? Ach, hier ist 50. Okay. Da ist schon wieder einer mit dem Wohnwagen. Ist noch Ferienzeit? Wir hatten doch gerade schon so einen Bulli mit einem Wohnwagen. Ah, jetzt sehe ich auf der Karte auch schon die. Aber scheint mir doch im Außenbezirk direkt. Also direkt im Industriegebiet zu sein. Das ist ja interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt hier 70. Oh. Ah, Mann. Schon wieder rote Ampel. Oh, rappel, rappel, rappel. Tja. Da steht man. Auf was warten wir hier eigentlich? War da? Ich meine, da ist doch jetzt keiner gekommen. Das wäre doch nie nötig gewesen. Ja, jetzt sind wir in Duisburg. Ja, da sind wir schon. Ortseingangsschild. Noch ein Tunnel. Ja, und dann sind wir direkt hinterm Tunnel. Sind wir schon da. Okay. Licht anmachen. Ah, hab ich auch nicht belegt. Muss ich auch noch irgendwie machen. Gut. Oh, oh Gott. Ja. Eieiei. Da kriege ich gleich Abzüge für. Ja. Jetzt. Also, ja. War ich ein bisschen nah an der Wand? Hab Glück gehabt, dass wir nicht umgekippt sind, ne? So, ist da jetzt 50? Ja, hier ist jetzt 50. So, dass wir nicht noch geblitzt werden. Also, jetzt habe ich ja schon. Einmal die Leitplanke, einmal die Wand im Tunnel. Die Wand im Tunnel ist auch schon nicht so ganz ohne geküsst. Und naja, und schon wieder eine rote Ampel. Was ist denn hier los? So, hier müssen wir gleich rechts abbiegen. Oh, einen Reisebus neben uns oder was? Naja. Naja. Okay, rechts abbiegen, direkt wieder rechts abbiegen und direkt wieder rechts abbiegen. Also, einmal rechts abbiegen. Einmal rechts abbiegen. Mitten auf der Straße fahren. Ich mache das nur, um die Autofahrer ein bisschen zu verängstigen. So. Hier rein. Okay. Ein bisschen doll auf der Bremse gestanden. Und dann. Ach, rechts, okay. Und nochmal rechts. Also, holen wir ein bisschen aus hier für die Einfahrt. So. Rappel, rappel über die Kante da. So, okay. Jetzt versuchen wir mal die kompliziertere, damit wir uns die 90 Punkte noch holen. Also, wo muss er hin? Da muss er hin. Okay. So. Warum fährt er nicht? Was ist jetzt los? Oh, ich hänge irgendwo fest. Ah, ich hing hinten fest. Ei, jetzt habe ich noch ein Prozent. Ach Gott. Ja, habe ich hinten. Da hatte ich nicht weit genug ausgeholt, offensichtlich. Und habe entsprechend jetzt nochmal was touchiert. So. Ja, jetzt müssen wir den erstmal ein bisschen gerade stellen. So. Ah, Rückwärtsgang. Ne? Wo ist der Rückwärtsgang? Und wie rum? Wie weit darf ich? Ach, Herrgott.
Ich mach das mal anders. Ich fahre mal ein Stück in die Richtung hier. Der Hof ist nicht groß genug, um den jetzt so zu stellen, denke ich. Fahren wir lieber mal erst so ein bisschen so. Wie weit bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt weit genug schon? Oh, wie weit kommt er jetzt rum? Das ist immer die Frage, ne? So. Tja, das, ich glaube, ich muss mir das mal von außen angucken. Wo haben wir denn mal eine Übersicht? Da. Naja. Na, jetzt heißt es ein bisschen kurbeln, ja? So. Tja, kriege ich den denn jetzt so weit rum, dass ich da dran vorbeikomme? Das ist die Frage. Also. Ja, jetzt ist natürlich die Ansicht hier eine gute Möglichkeit, aber das ist natürlich nicht realistisch. Ne? Ich sitze ja drin. Das ist so ähnlich wie beim Farming Simulator. Ja. Ja. Gleich noch einmal korrigieren. Oh, da ist eine Rampe. Ei, da muss man aber aufpassen jetzt. Okay. Also einmal gerade. Vorwärtsgang. Bisschen gerade rücken, das ganze Spielchen. So, und wenn ihr das nächste Mal jemanden seht, ja, der mit so einem 40-Tonner mal eben an so eine Rampe rückwärts ranfahrt, dann habt ein bisschen mehr Ehrfurcht. Ja? Und lasst ihn gewähren, wenn er nochmal vielleicht korrigiert. Und ihr deshalb einen Moment warten müsst. Ja? Es ist nicht leicht, man sieht auch nicht viel, ja? Das muss man einfach dazu sagen. Von innen sieht man einfach nicht viel. Also oft hier, wie ich jetzt korrigiert habe. Eieiei, in der Fahrschule wäre ich schon durchgefallen, ne? So, erst nochmal so ein bisschen. Ich bin eigentlich ein bisschen zu sehr seitlich noch, muss ich sagen. Aber vielleicht klappt das trotzdem. Ne, klappt nicht. Jetzt machen wir das einfach so. Ah, jetzt haben wir ihn auf der. So ist er auf Kurs. Rückwärtsgang. Ah, das ist ein bisschen komisch belegt jetzt hier gerade. Ah, ich stand noch ein bisschen auf dem Gas. Und zwar, der Rückwärtsgang geht jetzt hier mit der Bremse rein. Also, wenn ich stehe und dann nochmal dann das Bremspedal benutze, dann fahre ich rückwärts. Deshalb ist das schon mal ein bisschen nicht so flüssig, wie man sich das vorstellt, mit dem Einlegen des Rückwärtsgangs. Ah, jetzt haben wir es. So. Und das Lustige ist, dass dann auch das Gaspedal die Bremse ist. Juhu! Wir stehen auf Platz. Mann, Mann, Mann. So, jetzt wird abgehängt. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Abzug wir kriegen. Eieiei, okay. Abzug für Schäden. 1,7%. Ja, 29 Punkte abgezogen. Aber wir sind ein Level weiter. Gute Arbeit halt nur, ne? Hervorragend wäre es sonst. Jetzt war nur gute Arbeit. Naja. So, schauen wir mal. Wie sieht's aus? Ah, wir haben ein Level gewonnen und können deshalb jetzt hier eine Fähigkeit uns dazu nehmen. Die bringt uns zum Beispiel Fernfahren hier. Wenn wir jetzt da einen Punkt draufsetzen, dann bekommen wir 5% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 250 Kilometer, 25% Erfahrungsbonus für Lieferstrecken über 250 Kilometer und so weiter, ne?
Also wir kriegen für längere Strecken halt dann einen Bonus. Oder hier kriegt man was für hochwertige Fracht. Hier bekommt man überhaupt auch erstmal mehr für zerbrechliche Fracht. Hiermit kann man sparsamer fahren. Das ist natürlich auch interessant. Und hier oben geht es dann nochmal um ADR-Lehrgänge. Das kennt ihr ja auch schon aus der Planer. Ne, damit wir eben auch diese entsprechenden Aufträge bekommen können für verschiedene Gefahrgüter. Ich nehme mal den Bonus für die... Ne, ich nehme mal irgendwas mit Gefahrgut, glaube ich. Gefahrgut. Machen wir. Anwenden. Sehr gut. Ja, unsere Bewertung ist 0,8. Das ist natürlich nicht so bombastisch, ne? So, und jetzt sind neue Aufrüstteile verfügbar, wobei ich das ja für wenig sinnvoll halte. Das ist ja nicht unser Fahrzeug. Hier können wir irgendwelche Chromstangen kaufen. Lampenbügel, okay. Ja, und ja, wir haben Lampenbügel offensichtlich freigeschaltet. Die kann man an verschiedenen Stellen am Führerhaus festmachen, um halt Lampen, Signalhörner und ähnliches anzubringen dann später. Na gut. Ja, jetzt haben wir also den zweiten Auftrag hinter uns. Ihr habt gesehen, wie man es nicht macht, ne, mit dem Fahren. Aber unsere Zeit ist auch schon wieder um. Also eine Fahrt scheint so ungefähr schon auch ein Auftrag zu sein. Wir haben hier eine Mail, die checken wir mal noch. Ach so, hier. Die Bank meldet sich. Ja, die wäre auch bereit, uns Geld zur Verfügung zu stellen. Hm. Besuchen Sie Ihre öffentliche, örtliche Bankfiliale. Ah, okay. Ach so, nein. Ah, okay. Ich kann mir also 10.000, 50.000 oder 100.000 leihen. 400.000 kann ich nicht, kriege ich nicht. Okay. Jetzt habt ihr ja gesehen, was das für ein Auftrag war. Wie viele kriegen wir davon am Tag hin? Maximal 2 Aufträge. Und die Zinsen für den 100.000er sind schon fast 3.000. Ne? Wenn jetzt noch Tanken und Schäden am Laster dazukommen, seht ihr, das ist eine knappe, Kiste. Ich würde da vorschlagen, noch 1, 2 Aufträge vielleicht mal abzuwarten, damit man ein bisschen Puffer hat. Gerade für diese Anfangszeit. Ne? Und sich auch noch mal ein bisschen einzufahren. Da kann man lieber den Lastwagen von jemandem anderen kaputt fahren. Ne? Der ist sicher gut versichert. Ja, das war's hier. Die zweite Folge vom Euro Truck Simulator. Wir sind nach Duisburg gefahren. Ist auch schön. Ihr könnt ja auch ruhig mal nach Duisburg fahren. Warum eigentlich nicht? Ja, ab in Pott. Einmal Pommes rot-weiß. Pommes Schranke. Und dann voll auf die 12. Weißt du? Ja, bis dahin. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge oder auch in einer der anderen Reihen, die auf dem Kanal hier verfügbar sind. Danke erstmal fürs Zuschauen und bis bald. Euer Thomas von TomTomGames.